Ich habe meine malerischen Fähigkeiten ja dann auch noch ausgebaut. Da war ich sogar bei einem richtigen Kunstprofessor, habe ich einen Malkurs gemacht. Wir waren kurz vor Bremerhaven und dann hatten wir einen Wellenschaden, also eine Antriebswelle, mussten in die Werft, ich hatte 2 Wochen Landgang, ja, und dann bin ich zur Volkshochschule. Und da mussten wir dann auch so Übungen machen. Hier, wir sollten uns jeder eine Leinwand nehmen und eine Farbe aussuchen und die Farbe auf der Leinwand verteilen. Ja, und erleben. 20 Minuten hatten wir Zeit. Ja, nach 10 Minuten hatte ich die ersten 18 schon fertig. Ja, fragte dieser Kunstprofessor, wie ich denn das gemacht hätte. Naja, mit einer Rolle. Wenn ich Bordwand streichen muss, da muss er auch richtig was wegkriegen. Und als er fragte, ob ich denn irgendwas erlebt hätte, klar, beim Anstreichen hat mir der Sehgang gefehlt. Ich habe dann auf jeden Fall noch ein paar gemacht und dann, ja, da musste ich auf den Topf, ja, also während ich dann los bin, Pipi machen. Hier, ich hatte sogar in meinem Arbeitszeug noch eine Notiz hingelegt, damit der Dozent auch weiß, wo ich bin. Ne? Bin auf dem Pott. Bin, wie gesagt, los, als ich wieder zurückkomme. Ja, dann ist hier mein Arbeitswerkzeug weg. War verschwunden. Dachte ich mir, ja, auch gut. Ne? Hat jemand anders meinen Scheißdreck weggeräumt? Jahre später finde ich das Ding wieder. Und zwar in Basel, in der Kunsthalle, in einer Retrospektive von Daniel Spörri. Daniel Spörri ist ein Künstler, der Fallobjekte angefertigt hat. Also der hat Freunde zum Essen eingeladen und dann hat er gesagt, lass alles stehen. Und am nächsten Tag hat er alles einfach so auf die Tischplatte montiert und die Tischplatte an die Wand gehängt. Ja, und mein Objekt hing jetzt zwischen seinen Tischplatten. Ja, habe ich natürlich gleich von der Wand genommen. Ja, was gab das für ein Theater mit diesen Ordnungsleuten da? Ich habe denen gesagt, ruf in Bremerhaven an, da bin ich bekannt hier bei diesem Kunstprofessor. Gut, rufen die an in Bremerhaven und fragen da bei dem Kunstprofessor nach, ob er einen Seemann namens Nagelritz kennt, sagte der, wie aus der Pistole geschossen, meine Kurse sind voll, alle. Naja, er hatte mich damals mit Erfolg aus seinem Kurs entlassen. Aber mit Nachbarn hat er dann zugegeben, dass er mich kennt und dass das hier, dass dieses Teil wirklich von mir ist. Ja. Naja, jetzt habe ich es hier und weil dieses Objekt, der jetzt schon mal in Basel in der Kunsthalle hing, ist diese Arbeit mit Abstand die teuerste in der Ausstellung. 28.000 Euro. Nur wegen dem Brett, weil das hat das damals schon gekostet und du kannst ja mit dem Preis nicht wieder runtergehen. Also das kostet 28.000 und den Rest, den kriegt er dazu, wenn er es haben wollt.